Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem, wie ich finde, Highlight des Bachmarathons und zugleich ja, zum Abschluss der ersten Hälfte. Also wir haben jetzt 50% des Marathons fast geschafft und schauen uns jetzt etwas an, was in Wahrheit schon vor 3 Monaten hier in der Thomaskirche musiziert wurde, nämlich die Johannespassion am Karfreitag. Die erste Aufführung oder das erste Konzert veranstaltet vom Bachfest außerhalb des klassischen Bachfest-Zeitraums. Warum das damals so gekommen ist, das möchte ich mal so ein bisschen voranstellen. Ich hatte am Karfreitag 2019 bei den Thüringer Bachwochen in Weimar die Gelegenheit, diese ganz besondere Fassung der Johannespassion, die Benedikt Christianson, Elina Albach und Philipp Lamprecht erarbeitet haben, zum ersten Mal zu hören in der kleinen Jakobskirche. Und ich war ganz überrascht. Ich hatte vorher gehört, okay, gnadenlos reduziert dieses Stück auf 3 Musiker. Aber dann war ich überrascht, dass eben Teil des Konzeptes ist, dass das Publikum die Choräle singt. Und diese kleine zufällige Gemeinde dort schlug sich ganz wacker und viele waren wirklich in der Lage, aus dem Stand heraus die Choräle eben nicht nur im Cantus Firmus mitzusingen, sondern 4-stimmig. Das hat mich sehr beeindruckt und ich ging aus der Aufführung heraus und dachte, Mensch, wir haben ja 2020 so viele Bachchöre aus aller Welt beim Bach We Are Family Bachfest hier in Leipzig zu Gast. Wenn wir mit denen diese Aufführung machen und all diese Chöre sich treffen, um gemeinsam die Choräle zu singen und diesen 3 Musikern vorn zuzuhören, wäre das vielleicht eine ganz tolle Stimmung. Nun sind die Leipziger Kirchen zu klein. Ich habe dann gesagt, okay, dann lass uns gleich auf unsere Bachstage auf dem Marktplatz gehen. Da finden ja immer am ersten Wochenende Bach-Crossover-Veranstaltungen statt und der Marktplatz hat den entscheidenden Vorteil, da würden auch 5000 Leute Platz finden. Die erste Knacknuss, die es gab, war tatsächlich die 3 Musiker zu überzeugen, das mal nicht in der Kirche zu tun, sondern auf dem Marktplatz. Ich habe ihnen dann den Hinweis gegeben, dass das ja sogar historisch richtig ist, denn die Passionsspiele sind ja die Vorläufer der Passionsmusiken gewesen und die wurden nicht in den Kirchen aufgeführt, sondern auf dem Marktplatz. Also die Musiker waren dann überzeugt. Ein was war nicht überzeugt, dass wir diese Johannespassion dann jetzt im Juni im Bachfest 2020 machen werden, das war das Coronavirus. Und als das im März hier immer lauter an die Pforte pochte, bekam ich dann schon kleine Nachrichten von den 3 Musikern, die mich fragten, wie sieht es denn aus, findet das Bachfest statt oder nicht? Und ich habe ihnen gesagt, naja, wenn es nicht stattfinden sollte, eure Johannespassion, die machen wir zur Not, musiziert ihr das in der Thomaskirche, wir streamen es um die Welt und die Bachchöre, die vielleicht dann alle zu Hause bleiben mussten, singen eben von zu Hause die Choräle mit. Und dann kam die freche Gegenfrage von Stephen Walter, dem Produzenten dieser Fassung, der Ehemann von der Cembalistin, na wollen wir das nicht vielleicht jetzt schon machen am Karfreitag? Und ich war sehr verunsichert, weil an sich der Karfreitag ist natürlich ein ganz wichtiger Tag, auch speziell in der Thomaskirche. Dort wird da immer eine Passionsmusik aufgeführt, aber von den Thomanern natürlich, wie sich das gehört. So war das auch schon zu Bachs Zeiten. Dann stellte sich aber heraus, auch die Thomaner mit dem Gewandhausorchester hatten die Aufführung längst abgesagt. Die ganzen behördlichen Beschränkungen, die wir hatten, machten das nicht möglich. Und tatsächlich, meinen Nachfragen bei der Kirchengemeinde, ob wir eventuell am Karfreitag in die Thomaskirche gehen könnten, um diese Fassung da aufzuführen, wurden bejaht. Und es waren wirklich glückliche Umstände, dass wir es dann geschafft haben, innerhalb von 3 Wochen aus dem Nichts heraus 3 Dinge zu schaffen. Das eine war erstmal natürlich die 3 Musiker zu engagieren, das Ganze auch zu bezahlen, die Thomaskirche zu bekommen. Aber zugleich wollte ich jetzt natürlich meinen Vorsatz, dass die ganze Welt draußen mitsingt, auch irgendwie umsetzen. Wir haben dann sämtliche Bachchöre, die am Bachfest teilnehmen wollten, angeschrieben, haben ihnen gesagt, dass wir das vorhaben. Einigen habe ich auch gesagt, ob sie vielleicht sich vorstellen könnten, einzelne Choräle vorab einzuspielen. Damals herrschten überall auf der Welt Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, diese Choräle konnten die nicht alle gemeinsam in einem Raum vorher einspielen, sondern in diesen sogenannten Social Distancing-Varianten. Aber die Bachchöre haben uns nicht im Stich gelassen. Das Malaysia Bachfest,
Bach-Festival Orchestra and Choir unter David Chin haben einen wunderbaren Choral zugeliefert. Ottawa Bach Choir, die Bach-Stiftung St. Gallen, die Thomaner, viele Thomaner bei sich zu Hause, wurde zu einem ganz eindrucksvollen Video zusammengefasst. Wer hat dich so geschlagen? Und dann gab es noch eben ein All-Stars Bachfest Choir, Ton Koopmann, Rudolf Lutz, Miriam Feuersinger, Klaus Mertens, Rex Mobley haben mitgespielt, Martin Petzold. Und so hatten wir die Möglichkeit, diese Choräle in die Live-Aufführung da am Karfreitag einzubinden, um einfach das, was wir erreichen wollten, nämlich dass wirklich viele Leute zu Hause mitsingen, sichtbar zu machen. Richtig live konnte man das so nicht produzieren, weil man einfach durch diese Zeitverschiebungen, die es durch Zoom oder Skype gibt, einfach nicht zu einem gemeinsamen Musizieren gekommen wäre. Ja, wir fieberten der Aufführung entgegen. Ich selbst war einer der ganz wenigen Gäste in der Kirche. Also ich glaube, es waren insgesamt nur 4 oder 5 Leute neben den eigentlichen Musikern dabei. Und ich habe die Aufführung verfolgt, zusammengekauert hinter der Balustrade auf der Nordempore der Thomaskirche. Ich habe eigentlich die Musiker gar nicht gesehen. Und ich habe immer auf meinen Mobile geschaut, um dort eben wenigstens ein Bild zu haben durch den Livestream, den uns MDR und Arte ganz wunderbar produziert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und als diese Fassung losging, war ich völlig überwältigt. Einmal natürlich von dem Umstand, dass wir es tatsächlich geschafft hatten, in dieser ganz schwierigen Situation die Aufführung auf die Beine zu stellen, das Ganze behördlich genehmigt zu bekommen. All die Mitsänger vorab verpflichtet zu haben. Aber als ich dann sah, was wir für eine Reichweite erzielten, war ich vollkommen überwältigt. Ich saß da zusammengekauert hinter der Balustrade und im gewissermaßen Zehntelsekundentakt kamen Kommentare von Leuten aus der ganzen Welt, die uns eigentlich alle mehr oder weniger dasselbe sagten. Danke, danke, danke. Das ist für uns unglaublich bewegend. Manche schrieben auch die bewegendste Aufführung, die sie jemals erlebt hatten. Einer schrieb sogar, sie haben uns den Karfreitag gerettet. Und ich muss sagen, diese großen Emotionen, und die kamen von Alaska bis Australien, von Peru bis Japan, die haben mich selbst so überwältigt. Hier kann ich es verraten heute. Ich saß eigentlich von diesen 90 Minuten, bestimmt 70 Minuten weinend hinter der Balustrade und habe mich gefreut, dass wir alle gemeinsam so ein intensives Erlebnis hatten. Und wie dieses Erlebnis für viele andere auch gewesen ist, das wird nun heute uns das Video zeigen, denn wir zeigen jetzt einfach nicht den Mitschnitt von damals nochmal, sondern eben bereichert um viele, viele Mitsing-Videos, die uns Bach-Freunde aus aller Welt eingesendet haben. Das ist unglaublich bewegend geworden. Bevor wir uns jetzt die Extended Version unserer Johannespassion für 3 anschauen, habe ich noch das Vergnügen, mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen. Einem Gast, der auch letztlich Leidtragender davon ist, dass das diesjährige Bachfest abgesagt wurde. Er hätte morgen hier in der Thomaskirche die Johannespassion aufgeführt mit seiner inzwischen weit berühmten Bach-Stiftung St. Gallen. Rudolf Lutz, großartiger Dirigent. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen kennen ihn durch die Videos, die Bach-Stiftung St. Gallen jetzt seit vielen Jahren macht, mit dem Ziel, das gesamte Kantatenwerk Bachs einzuspielen. Rudi ist nicht nur ein begnadeter Dirigent, sondern auch ein begnadeter Improvisator. Ich kenne niemanden unter den derzeit lebenden Menschen, der derart wunderbar und stilecht wie Bach improvisieren kann. Ich ärgere mich nicht nur, dass die Johannespassion mit ihm nicht stattfinden kann morgen, sondern wir hätten heute sozusagen als Vorbereitung für die Aufführung der Johannespassion gemeinsam einen Workshop zum Stück gemacht. Wir wären durch die lange Entstehungsgeschichte des Werks gegangen und ich bin mir sicher, da Rudi einfach ein unglaublicher Entertainer auch ist, das wäre sehr unterhaltsam geworden. Nun liefert uns zum Glück die Technik die Chance, dass wir virtuell zusammenkommen können. Und deswegen habe ich Rudi gefragt, ob er bereit wäre, sich zuschalten zu lassen, dass wir wenigstens die dringendsten Fragen jetzt gemeinsam
klären können. Ich hoffe sehr, dass die Schaltung jetzt funktioniert. Lieber Rudi, ja, ich sehe dich. Wunderbar. Schön, dass wir uns jetzt zumindest virtuell austauschen können. Herzlich willkommen hier im Stream. Sag mir einmal, bevor wir ins Detail gehen, wie geht es dir und wie geht es gerade Bach im Appenzeller Land? Michael, herzlichen Dank für die Nachfrage. Mir geht's gut. Ich bin am schönen Steinway-Flügel von Konrad Humler. Konrad Humler ist der Mäzen und der Gründer der Bach-Stiftung. Im Appenzellerland, nämlich in Teufen. Und wie es Bach geht, ja, wir haben auch unsere Konzerte abgesagt, die Bachtage, die Appenzeller Bachtage leider auch. Wir streamen in der schönen Kirche in Stein. Wir versuchen, verschiedene Themen Bach, verschiedene Ansätze bei Kantaten uns anzuschauen und ja, hoffen dann auf bessere Zeiten. Jetzt, was ich persönlich tue, ich komponiere viel, ich redigiere, ich studiere und ich organisiere. Ich nehme an, es geht dir und vielen anderen auch so. Man sagt die ganze Zeit ab und muss sehr vieles dazu organisieren. Und Bach im Appenzellerland, ja, der kommt nämlich vor. Wir haben eine Nationalhymne. Alle Appenzeller würden jetzt aufstehen. Die geht so. Jetzt bitte zuhören. Und durch Wald hin tausend Bäche. Tausend Bäche haben wir also im Appenzellerland. Und wenn ich den Text Alles Leben strömt aus dir ein bisschen englifiziere, ja, dann komme ich nämlich auf den Titel Alles Leben strömt aus dir. Also ein typischer Rudi. Wunderbar. Das war ja jetzt schon mal ein imposanter Einstand von dir und ich könnte jetzt mit dir, glaube ich, noch lange über das Appenzeller Land landschaftlich und musikalisch sprechen. Wir müssen aber dann doch jetzt irgendwie wieder den Bogen zur Johannespassion bekommen. Rudi, was ich total interessant finde an der Johannespassion und das weißt du natürlich auch, dieses Werk ist ja ein Werk, was all die Philister Lügen straft, die uns immer sagen wollen, man muss bei Bach den Urtext dirigieren und aufführen und was anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Denn wenn wir, du weißt das, wenn wir bei Bach, bei der Johannespassion nach dem Urtext schauen, da steckt er uns gewissermaßen die Zunge heraus. Wir wissen, Bach hat das Werk im Jahr 1724 als seine erste Leipziger Passionsmusik aufgeführt. Ein Jahr später hat er es wieder aufgeführt, aber er hat dann schon gleich mal den Eingangschor und den Schlusschor weggelassen, hat drei Arien ersetzt und so weiter. Dann hat er 1732 das Werk nochmal aufgeführt in einer dritten Fassung, die anscheinend wieder anders war. Und dann wissen wir nicht genau, ob er 1749 oder 1750 und oder praktisch das Werk ein- oder zweimal noch aufgeführt hat. Und da hat er aber viele der Veränderungen, die er zuvor vorgenommen hat, wieder rückgängig gemacht. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass Bach selber einerseits die Johannespassion quasi unvollendet hinterlassen hat. Und doch erscheint sie uns, bin ich mir sicher, dass du mir da nicht widersprichst, als ein vollkommenes Stück. Und nun ist aber eben die Frage, die mich jetzt interessieren würde aus deiner Sicht, betrachtest du diese Tatsache, dass uns Bach bei der Johannespassion, anders als bei der Matthäuspassion, wo es ja diese Reinschrift der Partitur gibt, über seinen letzten Willen gewissermaßen im Unklaren lässt, betrachtest du das als eine Bürde für die heutigen Interpreten oder eher als eine Art Chance? Ja, hier ist sie, die Partitur, die neue Bach-Ausgabe, die ich jeweils benutze. Und gut, durch meine musikologischen Berater Anselm Hartinger und auch du, Michael, und die begleitende Literatur habe ich mir ein Bild geschaffen über die Situation Johannespassion. Das war natürlich die Bürde. Nach langem Hin und Her habe ich mich dann entschieden, die Fassung der neuen Bach-Ausgabe zu benutzen. Es ist eine Mischform aus den verschiedenen Aufführungen von Johann Sebastian Bach.
Die Chance war natürlich, Einblick zu bekommen in die Bachsche Arbeitsweise, wie er an einem Stück weiterarbeitet. Wir wissen ja nicht ganz genau, was die Gründe waren für die Änderung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Theologen auch ab und zu mal ein Wort hineinbrachten, das ihn dazu ja zwang, gewisse Änderungen vorzunehmen. Du fragst mich meine Beobachtung als Künstler von heute. Ich würde sagen zweierlei. Die Arbeit an einem Werk ist hier bei Bach klar fortlaufend und sie verändert sich im Verlauf der Jahre. Mhm. Das weiß man ja auch von seinen Orgelbearbeitungen. Er war immer interessiert, Kunst der Fuge, welche Form nehme ich, welche Reihenfolge. Bei Händel war das noch viel extremer. Mhm. Der hat ja dann, je nachdem, wer er gerade in seiner Crew hatte, hatte die Arien angepasst, auch dem Bedürfnis des Publikums entsprochen und gesagt, jetzt ist Oratorium nicht mehr so gefragt, jetzt gehe ich eher auf italienische Oper und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt, unsere Stiftungsauffassung. Ich habe zum Beispiel für die Kantate 158, das ist die Bass-Solo-Kantate vom Der Friede sei mit dir gefunden, zusammen diskutierend mit Anselm Hartinger, dass zum Beispiel dort eine Sinfonia sehr schön wäre. Und dann habe ich sie gleich komponiert. Dasselbe war bei den Schlusschorälen für 59 und für 54. Also eine unvollständige Quellenlage inspiriert mich, etwas zu tun. Und ich komme mir da wie ein zeitgenössischer Kantor vor, der die Materialien von Bach bekam und sagte, ich könnte mir überlegen, es so und so zu arrangieren. Ja, eigentlich wie sein Sohn Philipp Emanuel auch diese Pastitschen aus dem Bachschen Werk herstellte. Eine Idee, die gang und gäbe wäre. Und das war eben für mich die wichtige Erkenntnis aus diesem Umstand, dass Bach eben kein Werk der letzten Gültigkeit hergestellt hat. Wunderbar. Sozusagen ist also die Johannespassion für dich als einer, der gerne auch mal die Dinge, die wir wissen, die Bach getan hat, aber die nicht überliefert sind, dann doch gleich mal selbst verändert. Großartig. Aber sag, ich weiß, ihr habt im letzten Jahr, und das hat ja dann vermutlich die Beschäftigung für dich mit dem Stück nochmal intensiviert, eure Fassung der Johannespassion vorgelegt. Ihr habt ja das Stück vielfach aufgeführt. Wie gesagt, morgen hätten wir es uns gerne hier von euch in der Thomaskirche angehört. Und ihr seid damit ins Studio gegangen. Ihr musstet die Entscheidung fällen, welche Fassung nehmt ihr als Ausgangspunkt. Ihr habt euch für die NBA-Fassung entschieden, also eine Fassung, wirklich, du hast das sehr schön gesagt, die eine Mischform wäre zwischen den unterschiedlichen durch Bach belegten Fassungen, aber letztlich ist es dann sogar eine, die Bach selber streng genommen nie aufgeführt hat. Was war für dich in diesem ganzen Erarbeitungsprozess und dann auch im Einspielungsprozess die schwierigste Entscheidung, die du fällen musstest? Ja, ich denke, ich gehe jeweils sehr sorgsam an die Partitur. Die Johannespassion kenne ich seit wirklich mehr als 40 Jahren. Ist auch das Stück, das ich am meisten aufgeführt habe. Ich kenne also einige der Probleme des Stückes, den schönen Ablauf, die Übergänge, die Dramatik und so. Aber für mich ist das Eindringen ins Werk eigentlich das Wichtigste. Ich muss es besser kennenlernen, immer besser. Ich singe, ich spiele, ich transponiere. Und dann entsteht irgendwann bei mir ein inneres Bild des Werkes. Ein Konzept. Ein Beispiel, wie besetze ich Christus? Und wenn wir an den Anfang des Stückes denken, ein heftiges Stück, Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen. Also der Fall ist klar, Jesus ist hier der Weltenherrscher. Er begegnet Pilatus von Auge zu Auge. Ja. Wie ein Rembrandt. Das johannäische Christusbild. Überhaupt, es gibt sehr viele Christusbilder im Werke Bachs. Das wäre eine wunderbare Dissertationsarbeit, zu lokalisieren, in welchem Werk welches Christusbild erscheint. Denken wir an die 6 Christusbilder zum Beispiel im Weihnachtsoratorium oder an den Matthäus. Und wir fragen uns, wie wäre es bei Markus gewesen?
sicherlich wiederum etwas anderes. Eigentlich, klar, soll man Viola d'Amores nehmen, soll man bei der Nummer 19, dem Arioso Betrachte, meine Seele, soll man da das Cembalo verwenden oder eine Laute, das sind Nebenfragen. Spannend, wenn man gute Leute hat für die D'Amoren, ja, sicherlich, und sonst doch lieber mit Violinen und so weiter. Wer singt Jesus? Aber noch die wichtigere Frage war für mich, wer singt Pilatus? Meistens besetzt man mit einem sehr guten Chor Bass, aber ich habe mich entschieden, einen gestandenen Sänger zu wählen. Das war Matthias Helm und habe ihm gesagt, stell du diesen Menschen da. Und das war natürlich eine der ganz wichtigen Erkenntnisse auch und Einsichten, die gute Besetzung, damit hier die beiden, Jesus und Pilatus, auf Augenhöhe, wie ich schon gesagt habe, miteinander reden. Peter Harvey hat dann was sehr Spannendes erzählt. Er hat dann berichtet, wie er mal alle Basspartien selber singen musste. Also Pilatus, also auch Jesus. Und wir sie alle, die sind die Soliloquenten, die Arien, die Ariosi. Und er hat gesagt, das ist eigentlich wie Märchen erzählen. Man spielt dann die einzelnen Figuren und begibt sich in die Vorstellung, wie rede ich, wenn ich Jesus bin, wie rede ich, wenn ich Pilatus bin. Also, es wird mir jedes Mal klar, in welcher Fassung ich diese Johannespassion mir anschaue. Es ist ein Meisterwerk der ersten Güte. Auch wenn man bedenkt, Bach arbeitet Jahre schon in Weimar an Kantaten, dann kommt er nach Leipzig und baut sein Repertoire auf. Und für mich ist die Johannespassion der absolute erste Höhepunkt in dieser großartigen Karriere als Kirchenmusiker. Das ist ein schönes Bild, der Höhepunkt sozusagen des ersten Jahrgangs, der, möchte fast sagen, der Urknall dann des Leipziger Bach, wo er dann da alles irgendwie hineinnimmt. Du hast jetzt sehr schön gesagt, also für dich auch diese eine Erfahrung eines Sängers, der plötzlich mal alle Rollen gesungen hat und dann in der Rolle des Märchenerzählers war. Das ist ja eigentlich genau das, was auch Benedikt Christiansson gemacht hat, in dieser nun wirklich radikal bearbeiteten und vor allem reduzierten Fassung jetzt am Karfreitag in der Thomaskirche. Also er war ja nicht nur der Evangelist, sondern er hat praktisch alle Rollen gesungen. Er hat nicht das Bild des Märchens gebraucht im persönlichen Gespräch, sondern er hat gesagt, er empfindet es so, als würde er nun die Passionsgeschichte in der Art einer Troubadourengeschichte, eines endlosen Troubadourengesanges betrachten, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Nun hatten wir das große Glück, lieber Rudi, dass du auch zu denjenigen gehörtest, die diese Johannespassion für drei vor Ort durch von außen zugespielte Choräle bereichert hast. Du gehörtest zu diesem, wie habe ich es so scherzeshaft genannt, Bach All-Stars Chor, der mir den Choral Ach großer König eingespielt hat. Danke nochmal dafür. Es war wunderbar zu sehen, wie du da voller Inbrunst am Steinway saßest und auf diese Weise, also in einer wirklich letztlich ulkischen Besetzung, gemeinsam mit Ton Koopmann, mit Klaus Mertens, mit Miriam Feuersinger, die ganz oft bei dir singt, und mit Rex Mobley und mir an der Geige den Choral gesungen hast. Nun hast du auch, weiß ich von den Erzählungen am Telefon schon, sehr aufmerksam den Livestream verfolgt. Und du hast natürlich auch gesehen, wie tief da die Emotionen dann im Stream flogen. Also die vielen Herzchen, die vielen Kommentare, die wir aus der ganzen Welt bekamen. Inzwischen wissen wir einfach von dieser gigantischen Reichweite. Mehr als 500.000 Menschen auf dem ganzen Globus haben es gesehen, was wirklich für ein solches Format ungewöhnlich gut ist. Meine Frage an dich, wie erklärst du dir, dass diese wirklich radikal reduzierte, man möchte fast sagen entstellte Johannespassion am Karfreitag eine derartige globale Wirkung erzeugt hat? Ich glaube, es war die Konstellation der Sterne, wenn ich so sagen darf. Schön, ja. Sicherlich der Mut dieses Trios, ein derart komplexes Stück wie die Johannespassion selber zu arrangieren und es mit Intensität aufzuführen.
Dann die Zeitumstände, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Der Karfreitag, der Ort der Uraufführung des Stückes. Dann das Bewusstsein der Absage des Bachfestes, We Are Family, und der allermeisten Aufführungen der Kulturszene in aller Welt. Und last but not least, deine, Michael, deine geistvolle Idee, viele Chöre aus der ganzen Welt virtuell teilnehmen zu lassen, zusammen mit einer kleinen Truppe des Thomaskantors. Und das gab dann eben diese Konstellation der Sterne, also man könnte vielleicht sogar sagen, eine Sternstunde. Oh, danke, das hast du sehr schön gesagt. Berührt mich. Apropos Sternstunde, Rudi, ich habe mit dir schon manche Sternstunden erlebt. Immer dann, wenn du dich ans Klavier, an die Orgel, manchmal auch ans Keyboard gesetzt hast und mir eine Vorstellung geliefert hast, wie Stücke, von denen ich als Bachforscher weiß, dass Bach sie einst komponiert hat, die aber verschollen sind, leider musikalisch, wie die geklungen haben könnten. Und ich will dich jetzt hier nicht aus diesem virtuellen Gespräch entlassen, ohne dir eine Knacknuss zu stellen. Ich weiß, du stehst auf solche Knacknüsse. Ich habe das letztes Jahr so schön mit dir erleben können, als wir gemeinsam die Gemeinde konfundiert haben in der Paulinerkirche, wo wir, als du versucht hast, durch deine Art der Choralbegleitung unser singendes Bachfestpublikum aus dem Takt zu bringen. Und da habe ich dir, ich bereue das immer noch, manche Knacknüsse gegeben, erinnere dich an die Tonarten. Stichwort Johannes Passion. Dritte Fassung, 1732. Das ist eine Fassung, wo wir eben anhand von vor allem Streichungen, die Bach in den Originalstimmen, in den älteren vorgenommen hat, wissen, dass er da einiges geändert hat, manches auf den Kopf gestellt hat. Und was mich dort immer staunend und zugleich fassungslos zurücklässt, ist der Umstand, dass diese für uns alle, die wir die Johannespassionen kennen, ganz zentrale Szene, Erdbeben, Arioso und dann die unglaubliche Arie Zerfließe mein Herze, also wo irgendwie alles kulminiert, was wir sozusagen als Betrachter dieser historischen Handlung in Bachs Soundtrack fühlen. Diese drei Stücke hat Bach offensichtlich in der Fassung von 1732 ausgelassen. Das sieht man eben durch Streichungen in den Originalstimmen. Und er verweist an der Stelle auf eine Sinfonia, die erklungen sei. Also die drei Stücke wurden geopfert zugunsten eines Instrumentalwerks. Und lieber Rudi, bitte, 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 wenn ich dich jetzt hier schon sozusagen als das Bach-Orakel an der Leitung habe, wie denkst du darüber, gebrauch deine Imagination, was muss das für ein Stück Musik gewesen sein, was diese zentralen Stücke der Johannespassion ersetzt und vielleicht in dem Augenblick, wo Bach sogar übertrumpft haben könnte? Eine sehr schwierige und sehr reizvolle Frage. Ich meine, solch großartige Stücke dann auszulassen, das kann ich nicht verstehen. Weil eben nachdem, vielleicht kann ich das rasch herstellen, wir haben die berührende Choral-, Chor- und Bass-Arien. Kontemplativ, diese beiden Zeitebenen faszinierend und dann einbrechend, wir haben hier das D. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Dann die wunderbare Bläser, Accompagnato, Arioso. Mein Herz,
ganz in der Romantik wieder drin. Also so ein Stück zu streichen ist ein Fehler. Aber vielleicht kam irgendein Theologe und sagte, Herr Bach, Sie wissen, dass die Erdbebenszene in Johannes nicht vorkommt. Stimmt. Das ist ein Beizug aus dem anderen Evangelium, aus Matthäus und natürlich auch aus, aus Markus. Und er sagte, gut, dann mache ich halt dort eine Sinfonie. Die Arie Zerfließe wurde nämlich auch gestrichen, was ich auch außerordentlich schade finde. Jetzt deine Frage, du siehst, ich weiche etwas aus, weil ich Angst habe davor. Was würde ich hier setzen? Ja gut, ich habe drei Gedanken dazu mir gemacht. Einerseits könnte es sein, dass in einem Instrumentalstück so ein dualistisches Prinzip wäre. Ich habe ein erdbebenartiger Teil zum Beispiel. Das wäre eine denkbare Idee. Nun, ich habe aber auch im Bachschen Werk gesucht und ich glaube, ich habe das für mich jedenfalls traurigste Stück, das ich überhaupt kenne von ihm. Und es gibt viele traurige Stücke, denn er hatte einen tiefen Brunnen der Traurigkeit in seinem Leben entwickelt, wenn man alles denkt, was er erlebt und was alles um ihn herum gestorben ist. Ja, Sie werden vielleicht erstaunt sein und du wirst vielleicht erstaunt sein, Michael, was ich gefunden habe. Brandenburgisches Konzert Nummer 1. Das ist doch das Fröhlichste. Natürlich. Da gibt es wirklich Beinschinken und Bier. Und die Hörner schnattern und toben und die Menuette blitzen und das Passepied leuchtet. Nein, im zweiten Satz haben wir eine der traurigsten Musiken, die ich jetzt antönen möchte. Diese Faubourdon-Klänge. Wenn wir die Querstände hören zum Beispiel, das finde ich, diese Stelle meine ich jetzt. Ich spiele es nochmals. Am Schluss dann haben wir. Das wäre dann in dieser Qualität, naja, das war ja schon früher in der Passion. Ich glaube, wenn ich jetzt die 32er-Fassung aufführen müsste, würde ich dieses Stück wählen. Okay. Allenfalls noch transponieren, zum Schauen, dass das schön eingebettet ist. Und wenn ich ein eigenes Stück nehmen müsste, weil ich sage, ich komponiere etwas nach, hätte ich hier einen Vorschlag. Thank you.
mit einer enharmonischen Confusion, wie es in Englisch heißt. Ja, was hat nun dieser Heiland, Heidenheiland zu tun? Ich stelle mir jetzt vor, das ist mein persönliches Bild, die Engel weinen im Himmel, dass Gott eben sich entschieden hat, den Sohn auf die Erde zu schicken. Diese Wundern wird sich alle Welt. Wahrscheinlich ein bisschen zu ein romantisches Bild. Und was hat sich wohl Bach gedacht, als er diese Sinfonie komponiert hatte? Also, Sie sehen, liebes Publikum, ich habe nicht zu viel versprochen. Udi, du überraschst mich immer wieder. Das war jetzt ein wunderbarer Aufriss. Ich muss sagen, also diese Idee erstmal mit dem ersten Brandenburgschen, dem Mittelsatz, auf die bin ich überhaupt nicht gekommen. Sie klingt aber total überzeugend. Also wie du das jetzt gespielt hast und ich mir das in diesem Kontext vorstelle, muss ich sagen, na klar, dieser Sound, das ist ja nichts anderes als ein Tränenmeer. Und das Tränenmeer ist ja auch irgendwie das Thema in der Arie Zerfließe mein Herze. Wenn das Bach gemacht haben sollte und wir mit unserer Vermutung, manche haben diese Vermutung richtig liegen, dass ja das erste Brandenburgische Konzert ursprünglich vielleicht so eine Art Sinfonia gewesen sein könnte zur Jagdkantate 1713 für den Weißenfelser Herzog, ja dann hätte es ja wirklich eine sehr abenteuerliche Weiterverwendungsgeschichte gehabt. Also von der Tafelmusik in die Passion. Dein Stück, herrlich, muss ich sagen, lässt mich auch erstmal atemlos zurück. Es hat ja wirklich begonnen, noch unter dem Eindruck von dem Mittelsatz des zweiten Brandenburgschen, des Mittelsatzes des ersten Brandenburgschen Konzertes. Und wie du jetzt da noch diesen Choral hineingewoben hast, ja, das hätte natürlich Bach total geliebt. Seine Spezialität, deine Spezialität. Ich frage mich nur, wenn das passiert wäre mit Nun kommt der Heidenheiland und tatsächlich dieses Streichen der Erdbebenszene und von Zerfließe mein Herze einfach durch einen sehr bestimmten Hinweis eines Theologen zustande gekommen sein sollte. Naja, da möchte ich jetzt nicht wissen, was sich dann der Bach von dem gleichen Theologen angehört hätte, wenn er dann einfach mal in diese Sinfonia am Ende der Passion quasi einen Adventschoral hinein gemogelt hätte. Also kurzum, tausend Dank, lieber Rudi. Ich hoffe, also erstmal, ich glaube, im Namen aller Zuhörer, Zuschauer aus der ganzen Welt sage ich dir jetzt erst nochmal Danke und vor allem wünschen wir dir und der Bach-Stiftung in St. Gallen, dass ihr bald wieder richtig Bach musizieren könnt. Ich weiß, ihr habt jetzt in diesem Jahr erstmal euer Programm de facto eingestellt. Dass es da schnell vorangeht. Und natürlich freuen wir uns alle darauf, und das darf ich hier jetzt schon mal vor dem großen globalen Publikum verraten. Ihr habt inzwischen schon zugesagt, dass ihr diese Verschiebung des Bachfestes 2020 auf 2022 vollkommen mittragt. Also mit anderen Worten, wir freuen uns ganz sehr drauf, wenn ihr dann 2022 hier in der Thomaskirche die richtige Johannespassion aufführen werdet. Und ich bin sehr gespannt, was du dann bis dahin in diesem Stück alles noch durch interessante neue Kompositionen vielleicht ersetzt hast. Alles Gute, lieber Rudi. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und behütet. Ja, liebe Zuschauer, jetzt gleich ist es soweit. Jetzt werden wir die von vielen mit Spannung erwartete Extended Version unserer Johannespassion sehen. Wir haben im Nachgang zu der Aufführung am Karfreitag über 250 Mitsing-Videos von Bach-Enthusiasten aus aller Welt bekommen. Also wirklich von Japan über Australien bis hin nach Südamerika. Es hatten sich zum Beispiel 40 Chilenen zusammengetan, die nicht nur in Chile selbst es eingesungen haben, sondern teilweise auch in Europa, haben uns einen Choral geliefert. Und diesen großen Packen an Mitsing-Videos haben wir dann dem Mitteldeutschen Rundfunk, der damals schon die Produktion in der Thomaskirche gemacht hatte, übergeben. Und die Produzentin Beatrix Konrad hat sich dann 4 Tage hingesetzt und eben versucht, so viel wie möglich dieser witzigen Videos hineinzubringen. Ich habe sie selbst schon mal kurz hineinschauen können. Muss sagen, ich war unglaublich gerührt. Also machen Sie sich auf etwas gefasst. Vielleicht gelingt es uns allen, dass wir uns auch noch mal zurückerinnern an diese wirklich
ganz schwierige Situation zu Beginn des Lockdowns. Da war es für uns alle völlig neu, nicht mehr rausgehen zu können. Gar nichts fand statt. Das hat, glaube ich, diese Situation nochmal verstärkt und die Wirkung auch dieser Johannespassion in einer eigentlich isolierten Welt verstärkt und hat es irgendwie umso tröstlicher gemacht, dass wir alle den Eindruck hatten, wir haben diese Johannespassion aus der Thomaskirche wirklich gemeinsam gesungen. Dass dem wirklich so gewesen ist, das zeigt jetzt tatsächlich dieser Zusammenschnitt von der Aufführung vor Ort und den vielen, vielen hundert Mitsängern draußen. Ein einzigartiges Zeitdokument. Ich bedanke mich nochmal bei allen beteiligten Künstlern, natürlich den dreien von Auf der Bühne, Benedikt Christiansson, Elina Albach, Philipp Lamprecht, dem kleinen Chor in der Thomaskirche um Gotthold Schwarz, den vielen Bachchören, die mitgesungen haben und eben vielen einzelnen Bachsängern ebenfalls. Ich glaube, wir haben mit dieser Aufführung ein Stück Musikgeschichte geschrieben und dem MDR natürlich auch nochmal einen ganz herzlichen Dank dafür, dass er sich jetzt diese Arbeit gemacht hat, das eben auf eine ganz berührende Weise zusammenzuschneiden. Viel Vergnügen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie eine wirklich atemberaubende Aufführung.